So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Jo, und wir haben ja der letzten Nebenmission, hätten wir den Elite-Soldaten rausholen müssen, ist aber leider gestorben, anscheinend zu arg mit den Gummigeschossen um uns rumgeschossen. Naja, was soll's. Egal, auf jeden Fall haben wir hier geborgen noch einen Käfig mit der Kohlkrabbe. Nee, Kohlkrabbe, ja. Mit dem Kohlgraben haben wir und eine Fledermaus zweimal und ui, asiatische Rattenschlange. Jo, sehr cool. Das freut mich natürlich. Aber die Mission haben wir immer noch nicht geschafft irgendwie, ne? Total komisch. Okay. Sehr schön, es erholt sich langsam alles. Gut, dann hätten wir gesagt, gehen wir doch wieder zurück auf die Mother Base, aber diesmal hierhin, Freunde. Denn hier waren wir noch gar nicht. Wurde ja Anfang der letzten Nebenmission wurde es fertiggestellt. Und schauen wir jetzt heute auch mal nach, kurz. Ganz kurz machen wir ganz, ganz schnell. Dann machen wir vielleicht, denke ich, auch noch die Schießstandübung. Wenn es da eine gibt. Ach, ist das schön, Freunde. Und es ist wieder ein Sauwetter auf der Motherbase. Aber ist wurscht, da müssen wir durch. Ich frage mich ja, wie ich da hin kann, ey. Ist mir ein Rätsel, okay, was soll's. Ja, da oben ist der Schießstand. Na, ja, bin ziemlich blutig, werde ich mich erstmal eine Runde duschen gehen. So, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen bei meinen Soldaten. So, dann gucken wir uns mal die Schoße hier an. Schauen wir uns zuerst ein bisschen unten rum. Analysis complete. Boss, welcome back. Jo, freut mich auch wieder hier zu sein. Okay, hier ist es aktuell, wie ich finde, doch noch ein bisschen übersichtlicher. Ich denke mal, hier kann man ganz gut den einen oder anderen. Kann ich hier hoch? Ach. Okay, gehen wir eine Etage nach oben. Männer! Ja, freut mich auch hier zu sein, auf der neuen Kampfeinheitenstation. Nennen wir es mal so. Gehen wir mal hier noch nach oben. Hier gibt's aber, hier gibt's einen Schaltkasten. Boss, we really need some more room here. Aber sonst hier großartig nichts, ne? Boss. Servus, Grizzly, alte Hütten. So, gehen wir noch mal ganz nach oben. Gibt es hier irgendwie Rohdiamanten oder so? Na, ja, geht hier doch einiges nach oben, ne? Hey, Soldat. Das weiß ich, Soldat. Kann ich da irgendwie... Da kann ich rauf. Gib uns eine Development-Order, Boss. Ich muss selber erst einmal schauen. Auch hier haben wir Diamanten. Zehntausende. Ich muss jetzt selber mal schauen, erst wie viel wir haben an Kohle. Dann können wir da mal weiterreden, ne?
Schau mal kurz, ne? 95, da können wir nichts machen, Soldat. So, gut, dann beginnen wir das, ne? Scheiß drauf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ein Regenschirm, meine Freunde. So, wie immer 5 Minuten Zeit. Die sind, wie gesagt, zum Glück nicht so verstreut. So. Ah, da drüben ist noch einer. Warte. Scheiße, jetzt hängt er. Was ist jetzt? Seht her, Soldaten, wie gut ich bin. Alter, bin ich gut, ey. Ups. Sehr schön, haben wir doch Agla hier. Yo! Neuer Prüfungsrekord, sehr schön. War doch ganz locker floggy hier. Ne, wir trainieren jetzt nicht, denn wir machen sofort weiter. Gehen Hubschrauber, holen wir uns einen ab. Und dann left es. Yo, ich komm ja schon. Ups. Ups. So, hätten wir das auch nochmal gesehen? Was für ein Timing. Ja, hier sieht man gar nichts. Schauen wir doch mal hier rüber noch. Ach, ist das schön. Da könnte man ja noch mal eine Kampfeinheitenplattform machen, ne? Geht es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal gespeichert ordentlich. So, Rohdiamant haben wir gefunden. Schalldämpfer. So, gucken wir jetzt mal. Basiseinrichtung. Was können wir herstellen? Nochmal so eine Plattform könnten wir machen, theoretisch. Kostet 120. Ja, da warten wir noch. Da warten wir noch. Machen wir doch lieber doch nochmal eine nächste Nebenmission. Oder warte mal. Externe Aufträge, was haben wir denn da Schönes? Hui. Da kommen dann immer C-Soldaten. Jo, und dann nehmen wir nochmal... Außenpostenverteidigung. Können wir mal das nehmen, ne? Unit dispatched. Schade, dass man nur immer zwei nehmen kann auf einmal. Aber okay, so. Nächstes, Nebenoperationen. Komm, Freunde. Tut mir wirklich leid. Aber ich probiere es jetzt nochmal. So, passt ja eigentlich soweit alles. Wie gesagt, ich probiere es jetzt nochmal, dass wir den irgendwie uns schnappen. Aber da schauen wir, dass wir
nur noch den rausholen, noch einen anderen befragen, dass wir wissen, welcher das ist. Und dann nichts wie weg. Ich müsste ja normalerweise ja eine schnelle Geschichte sein. Aber bei mir weiß man ja nie bei meinen Let's Plays. Und sind wir gespannt. Schauen wir mal. So, 3 Uhr. Packen wir's. Tinky Winky, Dipsy, La La, Po, Teletubbies. So. Entschuldige. Ja, manchmal hat man halt seine Spinnet in 5 Minuten. So, lala. Könnten wir eigentlich hier schon markieren, ne, wenn wir was finden würden. So. Dann checken wir nochmal hier die Lage. Lage der Nation. Was haben wir hier drüben? Hier war ja zuletzt mal einer. In der letzten Folge. Analysis complete. Dann nehmen wir uns doch mal den gleich vor. Wenn das schon so schön abseits ist. Warum nicht? Warum nicht, Freunde? Ui, da ist der nächste. Und er hat sogar A. Enemy presence detected. The map has been updated. So, mein Freund, ganz, ganz ruhig. Talk. The map has been updated. So, wir schnappen uns den. Komm, dann nehmen wir mal jetzt so eine Attrappe, Alter. Und dann, wie geht's jetzt weiter? Komm, werfen wir mal hier eine hin. Sehr cool. Doch nicht so cool. You have arrived at your destination. Ja, war doch nicht so cool, Franconia. War doch nicht so cool. Clouds approaching. Speak. Das muss ich nur abpassen. Uiuiui. Okay, Soldat, ich lasse dich mal hier. Na, kommt nur her, Freunde. Ja,
So. Nehmen wir mal alle mit. Und dann nehmen wir den noch mit. Das ist der Elite-Soldat, ne? Sehr schön. Jetzt nix wie weg hier. Nix wie weg hier, Junge. Ich brauche hier, Junge. Nee, ich muss erst warten, bis die weg sind, oder? Komm schon. Nichts wie weg hier. So, holen wir uns mal einen Hubschrauber. Jetzt müssten wir doch eigentlich haben. Kann ja nicht sein, oder? Haben wir doch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut geschafft. Jetzt warten wir nur noch auf den Heli. Alter, das ging jetzt richtig gut, ne? Warte mal, das ist doch noch so ein Kraut, ne? Kann das sein? Jo! Komm, da stellen wir jetzt hier auch noch ein paar Fallen auf. Da bekommen wir ja immer auch natürlich noch ein bisschen Geld immer, ne? So. Sehr schön, Pequod. So, und jetzt nix wie weg. Ich setze mich mal echt darüber. Nimm das Teil hier, falls die dumme Dinge machen. Ja, aber wir hauen ab, Freunde, wir hauen ab. Da ist auch noch ein Wachposten. Aber lief ja recht super. Muss ich schon sagen, lief jetzt echt gut. Sehr nice. Bericht, Käfig geborgen. Ein Keulgrabe, ja. Kennst du aus. Und eine Rennmaus zweimal. Und nochmal Leopardengecko. Sehr schön, das haben wir doch geschafft, eben noch nicht mal 20 Minuten rum. Ich bin stolz auf mich. So, jetzt gucken wir aber doch nochmal. Nebenmissionen, Jungs. Jetzt haben wir es, jo. So, als nächstes ist dann Gefangenenrettung. Numero Duo. Aber das hatten wir doch auch schon mal, oder?
Wirklich ganz, ganz komisch. Aber werden wir als nächstes dann machen. Liebe Freunde, machen wir aber hier eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Metal Gear Solid 5. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch. Servus!